gehen wir mal auf die zweite Mission. En garde. Zum Wohl. Alles klar. Na dann, gehen wir mal rauf. Hört nun, ihr Menschen. Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, dass mir die Entzündung der olympischen Flamme nicht ausreicht, um euch eure Entgleisungen zu vergeben. Herrschaftszeiten, da macht man sich eine Mühe und das für nix und wieder nix. Betrachtet es als eine Aufwärmübung. Ihr werdet nämlich noch drei weitere Prüfungen bestehen müssen. Berauschende Getränke und Brot herstellen, Unterkünfte errichten und eine Spezialsportart erfinden und diese vorführen. Aber nicht nur ihr, Garibald. Hatschepsuts Ägypter und McDoyles Schotten erhalten die gleichen Aufgaben. Das Urteil über die Menschheit wird am Ende anhand der schlechtesten Ergebnisse bestimmt. Und noch etwas. Sollte einer von euch an einer Aufgabe scheitern, gilt der ganze Wettbewerb als verloren. Lieber McDoyle, werter Hatschepsut, dieser Wettstreit nahm seinen Anfang durch die Entzündung der olympischen Flamme. Machen wir sie zu einem Symbol der Verbundenheit unserer Völker. Ja, und schwören wir bei der olympischen Flamme, dass wir fair gegeneinander streiten werden. Und uns in Notsituationen gegenseitig beistehen. Jeder soll sein Allerbestes geben, damit auch das schlechteste Ergebnis noch zum Freispruch der Menschheit führt. So soll es sein. Und weil die Bajuwaren die Flamme entzündet haben, stellen wir uns zuerst der Herausforderung. So. Ja, unsere Hauptmission, Oktoberfest und Unterkünfte. Führe das Können deiner Baumeister vor und errichte 5 Festungen. Ah, da haben wir was zu tun auf jeden Fall. So, aber bevor wir das machen, brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Heißt also, wie immer, erstmal eine Holzfällerhütte und Forsthaus bauen. Und na, mal, wie machen wir das hier? So. Und hier ein Steinbruch, damit wir erstmal Steine und Holz haben. So, können wir hier irgendwo. Ja, dann bauen wir hier gleich die erste Festung. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ein bisschen zumindest. Hier noch. Und einen Geologen bauen wir mal hier auch gleich hin. Damit wir gleich an Eisenerz und alles rankommen. So. Bauen wir hier noch eine Festung. Geil. Jetzt brauchen wir erstmal einen Holzfäller, dass der hier das Holz wegmacht, oder wie? Oh, ein bisschen schneller hier, damit er den Baum hier wegkriegt. Achso, ist bloß ein Hinweis, okay. Alles klar. Also wir kommen nicht an den Fisch ran, aber wir können halt die Opferung benutzen, um den Fischmangel auszugleichen. Alles klar. Na, mal schauen, wie wir das anstellen. Erstmal brauchen wir hier die Festung auch. Komm, mach mal hier. Mach den Baum weg da. Nervt das. So, hier oben ist eine schöne Höhle. Stein gefunden, okay. Stein brauchen wir jetzt aber nicht eigentlich. Ohne eher Eisenerz und Kohle. So, sehr gut. Das Gebäude ist auch fertiggestellt. Bretter und Stein werden knapp. So, oh, hier haben wir sehr viele Steine, sehr gut. Da geben wir doch mal das hier. Und hier würde ich eine Jagdhütte bauen.
Dadurch, dass da ja ein bisschen was zu holen ist anscheinend. So, dann bauen wir da noch eine Festung. So. Dann baue ich hier noch ein Geologenhäuschen. Dann können wir hier auch noch nach Eisenerz suchen. So, Steine haben wir ja genug hier. Dann schauen wir mal, Tiere gibt es ja hier genug auch. Ach, schon wieder ein Hinweis. Im Zentrum dieser Insel befindet sich ein großes Goldvorkommen. Okay. Goldmine in Besitz nehmen. Also das hier. Na, das machen wir. Muss man aber erstmal den Stein hier wegkriegen. Jetzt können wir da keine Dings bauen. So, der Steinbruch ist auch fertig. Wunderbar. Und die Jagdhütte auch. Na, dann gehen wir jagen. So, Bauernhof kann ich ja auch schon mal errichten. Eisenerz gefunden, sehr gut. Ja, natürlich kann ich da nichts hinbauen oder was. Da ist Salz, hier ist Stein. Und such doch da oben, Mensch. So, das ist schon mal ganz gut, dass wir zwei Steinbrüche haben. Ich glaube, ich werde noch ein Sägewerk bauen müssen. So. Und hier können wir jetzt auch die Festung anschließen, sehr gut. Ja, da komme ich nicht ran an das Eisen, jetzt verdammt ey. Da drüben ist nur Salz. So, dann werden wir hier noch einen Geologen hinbauen. Damit da mal gesucht wird ordentlich. So, die Festung ist fertig, sehr schön. Bauen wir da auch mal einen Geologen noch hin. Auch unbedingt Eisenerz, ey, das gibt's nicht. So, wie viele Festungen haben wir denn jetzt eigentlich? Da haben wir eine. Hier kommt auch eine, sind zwei. Hier können wir noch einen Bauernhof hinmachen. Haben wir hier noch einen schönen Wachturm hin. So, also 2, 1 und 2, 3. Dann haben wir hier die 4. Auch eine Festung ganz gut. So, ich hoffe, der findet hier dann Gold, ey. Quatsch, Gold sag ich schon. Eisen jetzt und Kohle brauchen wir auch noch irgendwo. Kohle gefunden, okay, wo? Hier unten. Natürlich da, wo ich nicht rankomme. Ey, das ist doch blöde. So, Bretter fehlen uns auf jeden Fall.
Das ist schlecht. Okay, ein Sägewerk baue ich schon. Okay, das ist gut. Dann haben wir das ja schon erledigt. Achso, wir haben hier steht es ja auch drei Unterkünfte. Okay.